Ich glaube, Hamburg ist soweit eingedeckt, ne? Ja, da oben noch, aber das kann ja der kleine Siedler mitmachen. Die beiden Waldgebiete werde ich ja nicht abreißen. Wäre ich ja schön blöd. Überschuss. Überschuss 0. Okay. Das heißt, der Hamburger hier kann ja nochmal die Prärie hier mitnehmen. Während der kleine Siedler sich nachher um das Wiesengebiet da kümmert. Und dann kann der Hamburg-Siedler tatsächlich die neue Stadt gründen. Ja, auch mal cool. Ja. Es läuft. Läuft richtig gut. Momentan sind auch keine Unruhen tatsächlich bisher ausgebrochen. Ist echt bemerkenswert. So, Bewässerung. Geht nicht weiter, das ist sehr schade. Ein Dorf. Was kriegen wir da? Geld? Eine neue Einheit? Vielleicht sogar einen neuen Siedler? Oder aber, was auch cool wäre, eine neue Technologie. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall ist das ein riesiger Kontinent. Technologie. Das sieht nach Monarchie aus. Ja, Grundvoraussetzung, feierliche Bestattung, Gesetzbuch. Erlaubt Forschung nach Feudalismus, Kriegerkodex nötig. Erlaubt gleichnamige Regierungsform. Die werde ich aber nicht ausrufen. Die werde ich nicht ausrufen. Punkt. Weil ich bin mit der Republik echt zufrieden, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Vor allem, ich werde auch gar nicht großartig gefragt. Das ist noch das Schöne daran. Er macht einfach mal. Einfach mal machen. Das finde ich gut. Hätte ich nicht gedacht, dass es bei den Briten so viel noch zu erkunden gibt. Vor allem, dass wir so einen riesen Abstand zu denen haben, ist richtig geil. Ich hoffe mal, dass er nicht so viel um mein Gebiet herum nutzen wird. Wir haben über 700.000 Einwohner. Um Städte hinzuzimmern. So. Berlin ist auf 7! Jungs, was macht ihr da? Überschuss 3. Hervorragend. Geht das jetzt auf das Waldgebiet setze? Haben sie Überschuss 1. Aber die Schildproduktion ist ein bisschen höher. Ach, wir lassen das erstmal mit dem Überschuss. Die sollen erstmal wachsen, wachsen, wachsen. Sprießt! Sprießt meine Städte. Damit wir neue Städte bauen können. Bürger sieht die Signale. Schön. Es läuft richtig gut. Und vor allem, ihr bekommt dadurch jetzt auch mal einen vollkommen neuen Baustil zu sehen, den ich vorher nicht benutzt hatte im Let's Play. Das wollte ich auch unbedingt sicher gehen. Als ich gesagt habe, wir machen einen neuen Versuch. Wie gesagt, ich hoffe echt, dass man das mit den Winden nicht so hinkriegt. Ich weiß ja nicht, wie bei euch momentan das Wetter ist. Aber bei uns ist es extrem wechselartig. Nicht nur deswegen, sondern auch noch, weil es momentan stürmt. Gestern war das so ein komisches Wetter. War erstmal Sonne oder beziehungsweise erst Regen, dann kam die Sonne raus, dann Regen mit Gewitter. Dann wieder Sonne und dann nochmal ein bisschen Regen hinterher. Und dann am Abend kam dann noch eben halt Sturm dazu. Gut, du bist fertig, Hamburger. Dann kannst du nach oben gehen und da dann deine nächste Stadt hinzimmern. Sehr, sehr, sehr gut. Ich werde auch die Städte später noch mit Straßen verbinden. Keine Frage. Weil so eine Straßenverbindung ist echt schon was Praktisches. Vor allen Dingen, wenn man die später auch noch verbessern kann. Denn ja, man kann sie später auch verbessern, tatsächlich. So.
Nee, ein Feld noch. So. Der erkundet mal hier. Okay. Schöner Flussverlauf. Berlin ist echt auf 7. Das ist so geil. Komme ich echt nicht drauf klar. Berlin ist tatsächlich momentan die größte Stadt. In der ersten Phase, im ersten Versuch, war Berlin teilweise mal eine Sorgenstadt. Und jetzt ist es die größte Stadt bei mir. Du kannst dich das wenden. Ich finde das richtig cool. Ich denke mal auch, wenn ich die Aufnahme hier fertig habe, dann jage ich die ja sowieso, was ich übrigens auch generell mache, dann jage ich die auch sofort durch den Renderapparat durch, also sprich durch Camtasia durch. Ich rende ja mit Camtasia. Heidelberg! Die nächste Stadt. Genau, baut man gleich erstmal Pflanzenträger. Phalanx. Das ist nicht verkehrt. Sehr schön. Und vor allen Dingen Hamburg ist dadurch von dem Siedler entlastet. Was auch noch nebenbei dazukommt. Ich weiß, ich baue kaum Kasernen. Ändert sich auch noch. Vielleicht werden manche sagen, Mensch, der baut ja seine Städte viel zu nah. Aber ich finde, so verkehrt ist das gar nicht. Weil dadurch sind sie auch gut erreichbar, falls Barbaren nämlich angreifen, was ja hier des Öfteren bei uns dieses Mal der Fall ist. Tatsächlich. Frankfurt Balkonkammer! Geil! Wie seht ihr denn ressourcentechnisch aus? Überschuss 1. Ist nicht viel. Baut erstmal einen Tempel. 800.000 Einwohner. Leck mir die Füße. Ei, 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 ei. Wie sieht es denn mit München denn aus? Ressourcentechnisch. Überschuss 4. Zwei Felder sind noch frei. Das und das andere da oben. Schade. Schade, schade, schade. Was ich euch übrigens mal so am Rande zeigen kann. Nee, das wollte ich euch nicht zeigen, sondern ich wollte euch das Stadtbild von Berlin zeigen. Ich hatte das ja mal damals ganz am Anfang mal gemacht. Also hier sieht man neben dem Palast, das ist dieses Gebäude mit der Kuppel, das ist der Tempel, die Kaserne kann man deutlich erkennen, das Gebäude rechts davon ist schon der Marktplatz. Und ich glaube, die Stadtmauer selber, die kann man nicht sehen. Nee, die kann man nicht sehen. Was ich sehr schade finde, dass man die nicht sehen kann. Im späteren Verlauf von Civilization kann man die nämlich tatsächlich sehen. Ich glaube, so ab dem dritten Teil kann man sie sehen. Und ab Teil 5 haben sie sogar das richtig geil gemacht. Da haben sie das nämlich auch mit dem Stadtbild geändert. Weil da wird die chinesische Mauer die ganze Zeit in der Stadt, wird es die ganze Zeit angezeigt. Auf der Karte auch, wirklich. Das ist richtig geil gemacht. Muss man echt sagen. Also, Hut ab. Die Babylonier haben ein großes Projekt unternommen. Marco Polos Botschaft. Ja, die können sie ruhig bauen. Preußische weise Männer entdecken das Ingenieurwissen, Wesen. Grundvoraussetzung Radbau. Erlaubt Forschung nach Erfindung. Lese- und Schreibkunst nötig. Erlaubt Forschung nach Kanalisation. Medizin nötig. Verbesserung König Richards Kreuzzug. Jo, und als nächstes die Erfindung. Eine sehr, sehr geile Technologie, die im ersten Versuch auch tatsächlich zum Einsatz kam. Bei mir. Denn das ist nämlich die Technologie für Marco. Nein, nicht für Marco Polo, sondern für Leonardos Werkstatt. Ein sehr, sehr cooles Weltwunder, das nämlich sämtliche ältere Truppen modernisiert und zum harten, harten Hunden macht. Also zu modernen, harten Hunden. Und ich habe jetzt gerade einen Tempel für Königsberg gekauft. Das hat einen triftigen Grund. Ich will nämlich, dass die Stadt endlich mal richtig in Gange kommt. Vor allen Dingen braucht sie auch mal ein bisschen mehr Truppen, habe ich gesehen. Also die Truppengeschichte macht mir so ein bisschen Sorgen. Muss ich ja ganz ehrlich sagen. Ein bisschen, ja. Vor allen Dingen dürfen wir auch nicht außer Acht lassen, die Stadtmauer weiterhin zu bauen. Und die Stadtmauer ist tatsächlich das Einzige, was trotz des jeweiligen Weltwunders nämlich erhalten bleibt. Und das hat nämlich auch einen triftigen Grund. Ich sehe gerade, für Weltwunder ist das nicht so wirklich geeignet. Die Stadt, dann würde ich sagen, baut ihr mal einen Marktplatz. Nein!
Scheiße, ihr solltet doch eure Truppen ausbauen. Ah, Mann. Halte dich doch mal an das, was du sagst. Mensch. Mann. Furchtbar. Gut. Der Phalanx bleibt ruhig. Das ist auch ganz gut. Übrigens, das Schmacken war vorhin aufgrund der Lippen. Meine Lippen sind mich gerade ganz kaputt. Was ich gar nicht cool finde. Cool. Was ich gar nicht cool finde. Hm? Ist klar. Was ich gar nicht geil finde. Hamburg baut Kornkammer! Yay! Cool. Und jetzt baut ihr erstmal eine Legion. Ihr müsst stärker werden, Freunde. Die Barbaren werden dreister, sie werden frecher. Wir müssen sie aufhalten. Kleinen Moment. So, alles gut. So, dann werde ich nochmal eben einen Schluck trinken. Prost auf euch. Okay. Hier taucht jetzt momentan auch kein Dorf mehr auf. Interessanterweise lösen sich Dörfer aber nie auf. Aber sie spawnen auch nicht nach. Die Dörfer tauchen aber eigentlich immer auf. Also zumindest da, wo Gebiete unerforscht sind. Barbaren übrigens können Dörfer nicht mitnehmen. Das geht nicht. Das habe ich damals, glaube ich, nicht erzählt. Aber das können sie nicht. Gut. Der kleine Siedler ist somit wohl in Hamburg fertig. Und der Münchner wird sich danach um Heidelberg kümmern. Da ist noch ein Wiesenfeld, das kann noch verbessert werden. Und das da oben, okay. Das heißt, das Bisonfeld hier gehört tatsächlich nicht dazu. Okay. Das ist interessant. Wir haben jetzt 191 Goldstücke. Übrigens. So. Bewässerung bauen. Genau. Gut, und nachdem der Münchner jetzt da fertig ist, kann er sich jetzt um Heidelberg kümmern. Nee, ich warte lieber noch eine Runde. Dann kann er sich wenigstens wehren. Ah, noch ein Dorf. Hauptsache, da steht jetzt nicht gleich, wir haben einen großen Stamm entdeckt. Das heißt nämlich, wir kriegen eine Stadt dazu. Und zwar eine Stadt auf einem nicht so geilen Gelände. Das wäre nicht so gut. Vor allem in der Nähe der Engländer. Noch dazu. ...900.000 Einwohner. Horde von Barbaren entfesselt. Ja, das ist auch geil. Und wir haben ein antikes Wissen entdeckt. Der Brückenbau. Grundvoraussetzung Eisenarbeit, Bau. Erlaubt Forschung nach Eisenbahn. Dampfmaschine nötig. Sehr schön. Eine weitere Technologie. Sehr, sehr cool. So, wie sieht es hier aus in Leipzig? Es sind noch 4 Felder, die noch bearbeitet werden können. Beziehungsweise Leipzig und Berlin teilen sich tatsächlich ein Wiesenfeld. Ist interessant. Aber gut. Ah, Scheiße! Mann, schon wieder eine Einheit verloren. Es ärgert mich immer, eine Einheit zu verlieren. Vor allen Dingen, wenn es eine gute, keine Einheit ist. Manno. Ach, Heidelberg stellt auch nochmal seine Einheit fertig. Das ist aber sehr schön. Dann baut ihr jetzt mal einen Kreuzritter. Habe ich jetzt gerade mal entschlossen. Beschlossen. Gut, hier ist nichts mehr. Sehr bedauerlich. Aber müssen wir dann wohl mit leben.
Wie sieht es denn aus, Leipzig? Seid ihr nächste Runde fertig? Übernächste Runde sind sie fertig, okay? Dann schauen wir mal. Vielleicht dürfen die ja dann König Richards Kreuzzug bauen, denn auch dieses Weltwunder ist nicht schlecht. Auf keinen Fall. Ist echt ein cooles Weltwunder. Ein Weltwunder, das übrigens später nicht mehr existiert. Ich glaube, ab Civilizations 3 schon nicht mehr. Aber das Orakel, das existiert tatsächlich noch länger. Also davon werden wir noch länger haben. Marco Polos Botschaft, glaube ich, löst sich auch schon ab nach dem zweiten Teil auf. Also ab Teil 3 gibt es Marco Polos Botschaft schon nicht mehr. Das ist echt interessant, wie sich die Weltwunder teilweise entwickeln. 320, okay. Ist noch ein bisschen zu teuer. Aber nur ein klitzekleines bisschen. Und vor allen Dingen, was auch interessant ist, Barbaren sind sehr geil auf Befestigung. Die glücklichsten Zivilisationen der Welt. Platz 4 sind die Preußen, okay. Und 7 sind die Engländer. Das heißt, die Engländer sind eine ganz arme Schweine. Vor allen Dingen interessant ist auch, dass wir hier nicht sehen können, was der Engländer so macht. Und wir haben übrigens über 1 Million Einwohner. Königsberg ist auf 6. Sehr schön gemacht. Was bauen die eigentlich gerade? Mal so gefragt. Phalanx, genau, die sollen ihre Verteidigung stärken. Ist auch übernächste Runde fertig. Aber die Schildproduktion ist von Arsch. Warum ist die Schildproduktion so schlecht? Hä? Könnt ihr mir das mal verraten, warum eure Schildproduktion so schlecht ist? So, verbessern wir sie mal. Ihr habt jetzt zwar nur noch Überschuss 1, aber ihr habt immerhin eine bessere Schildproduktion. Finde ich nämlich nicht gut, dass eure Schildproduktion so schlecht ist, Königsberg. Müsst ihr dran arbeiten. Und wir müssen auch unbedingt dafür sorgen, dass endlich mal Frankfurt da oben hochkommt. Denn 3 ist nicht gerade ziemlich groß. Es ist ziemlich klein. Winzig. Da ist er fertig. Sehr schön. Wo gibt es hier eigentlich noch was zu erkunden? Ja, das dürfte nur die Grenze vom Wasser sein. Also wir dürften hier soweit tatsächlich durch sein. Und London hat die Stadtmauer gebaut. Gut, dann ziehen wir den Reiter mal ab. Der Phalanx, der läuft hier noch rum. Welcher Herkunft ist er eigentlich? Leipzig, okay. Auch Leipzig könnte mal eine Verstärkung, glaube ich, ab. Aber die bauen ja noch an ihrer Bibliothek. Die dürfte ja nächste Runde fertig sein. Und danach sollen sie sich ja um die Produktion für König Richards Kreuz zu kümmern. Mhm. Das ist der Plan. Und ich muss echt sagen, ich bin zufrieden bisher mit den Entwicklungen. Es ist zwar ärgerlich, dass die... Wer hat die abgegriffen, die Pyramiden? Ich weiß es jetzt nicht. Auf jeden Fall hat irgendjemand mir die Pyramiden abgegriffen. Was ich sehr schade finde, weil naja, es lässt sich nicht ändern. König Richards Kreuzzug dauert sogar hier 100 Runden. Meine Güte. Ah, genau. Sehr gut. Baut man noch ruhig noch eine weitere Phalanx-Einheit. Das ist gar nicht verkehrt. Der kommt aus Königsberg? Okay. Dann mache ich ja jetzt sowieso auf dem Weg nach Hause. Der Phalanx, der erkundet die jetzt und sollte er weggehauen werden, ist es halt so. Es war dann schade um ihn, aber naja. Jetzt ist es übrigens gerade der Wind ein bisschen ruhiger geworden. So am Rande erwähnt. Und Hamburg hat einen weiteren Legionär. Oder hat einen Legionär. Sehr, sehr gut. Baut erstmal einen Hafen. Oder warte mal, ihr baut...
Michelangelos Kapelle, genau. Die baut ihr. Es werden ordentlich Weltwunder gebaut. Dieses Mal.